Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Recherchen und Archiv. Mit mir im Studio, Hanno und Stefan. Okay, los geht's. Thema heute, Rufmord. Wer hätte es nicht erkannt? Ja, Rufmord. Ja, worum geht's? Rufmord. Ist die Folge 98, oder? Ist 99. Folge das ist die 99. Vor 100. Ich glaube, da standen sie auch unter gewissem Druck. Ja, das kann sein. Ne? Oder es gab keine Zeit, weil schon alle in 100 war ja Toteninsel, glaube ich. Ja. Wir haben auf jeden Fall noch eine gute Folge rausgehauen und die beginnt und dreht sich natürlich um einen Radiomoderator. Ja. Kevin Anderson. Mit seiner schwungvollen Show direkt zum Einstieg sitzen die drei Fragezeichen mit im Studio. Primetime. Genau. Yeah. Ja, und worum geht's? Ne? Die sind zu Gast und Anrufer werden in die Sendung durchgestellt. So ein bisschen so ein Domian-Prinzip, ne? Genau, ja. Yes. Ja, stimmt. Deswegen ist das auch eine meiner liebsten Einschlaffolgen. Ja, ich finde wegen Thomas Bug. So. Ganz ehrlich. Naja, aber ja. Wir wollten ja eine Inhaltsangabe geben. So. Ja, also sie sind da zu Gast, weil sie berühmt sind und werden aber Zeuge mysteriöser Anrufe. Genau, es ruft nämlich immer jemand an in dieser Sendung namens Mystery. Unterschiedliche Anrufer tatsächlich, mal eine Frau, mal ein Mann, die wohl scheinbar den Kevin Anderson unter Druck setzen wollen und irgendwie erpressen wollen. Jedenfalls ist er sehr durcheinander danach. Ne? Ja, genau. Ja, lehnt aber komischerweise auch Hilfe ab. Also die drei Fragezeichen sind ja gar nicht die ersten, die ihm Hilfe anbieten und da so richtig hinterkommen, dass was schiefläuft, sondern eigentlich seine Assistentin, die sagt, hör mal hier mit dem Anrufer, das kommt mir komisch vor, wir sollten die Polizei einschalten, lass uns was machen. Ne? Ja, Brighton. Aber die wird halt mal richtig abgewatscht dafür, verleumdet und entlassen. Aus dem Sender rausgekickt, genau. Thema Rufmord, ne? Ja, die wird erstmal nämlich fertig gemacht. Das habe ich nämlich lange nicht kapiert, dass es deswegen Rufmord heißt. Und nicht wegen den Anrufen von Mystery. Also ja, und die drei Fragezeichen kriegen dann den Auftrag quasi um die Ecke von Mrs. Brighton, die sagt, da stimmt was nicht mit dem Anderson. Und gleichzeitig muss man aber sagen, als sie dann das zweite Mal den Anruf von, oder eigentlich das dritte Mal, aber das zweite Mal, dass sie den Anruf mitkriegen, passiert was mit Bob. Ah ja, stimmt. Genau, also Auftraggeberin ist die Mrs. Brighton, richtig. Aber Bob eigentlich macht da irgendwie so sein eigenes Ding auf, ne? So sein Nebenschauplatz. Genau, macht selber irgendwie den Fall auf. Er hat nämlich die Stimme erkannt von Mystery beim letzten Anruf. Und hat festgestellt, dass das wohl scheinbar die Dr. Clarissa Franklin aus der Folge Stimmen aus dem Nichts ist. Die abgefeimte Psychologin. Genau. Und sie scheint wohl irgendwie in diese Erpressung involviert zu sein. Was die drei Fragezeichen dann letztendlich auf die Spur führt in eine psychiatrische geschlossene Anstalt, wo die Dame ihre Haftstrafe verbüßt im geschlossenen Vollzug. Zunächst aber nur Bob, ne? Er sagt hier den anderen nicht Bescheid. Das ist ja nochmal echt ganz wichtig. Genau, und er fährt da erstmal seine eigene Nummer. Ja. Sie leugnet natürlich alles, ganz klar. Aber die drei Fragezeichen kommen dem nachher trotzdem auf die Spur. Weil nämlich Kevin Anderson und ein anderer Psychologe, der da arbeitet. Ja, der Leiter der Klinik. Dr. Ist das Freeman. Der Klinikleiter? Das so habe ich das verstanden. Das ist auf jeden Fall der Chef da ist. Ja, und die werden letztendlich von Clarissa Franklin erpresst, weil sie nämlich... Ja, sie hat rausgefunden, dass Kevin Anderson eigentlich nur beruflich erfolgreich ist, weil er seinen Bruder mal echt aufs Übelste ausnutzt. Wenn ihr das so erzählt, klingt das echt herrlich. Ja, weil er seinen Bruder unter Drogen setzen lässt, damit der kreativ für ihn die Sprüche schreibt. Es ist vielleicht ein bisschen Show, konstruiert, so dass die aber gut. Eigentlich total erfolglos wäre sonst. Ja, weil er hölzern ist, die Sau. Ja, da ist ein Thomas Bunk eine ziemlich gute Besetzung ist, im Übrigen. Weiß ich nicht, muss ich sagen. Ja, also sie kommen dieser Sache auf die Schliche.
Also dem ganzen Plan relativ zügig auch. So. Wobei das ja wirklich auch ein echt morbider Plan ist. Das ist eine also böse Folge, wirklich ne? jemanden ja. ne, mit Nervengift irgendwie so unter ja. Drogen setzen, dass er eigentlich nicht mehr weiß, wo oben drunten ist, für den eigenen Erfolg. Ja. Und man weiß auch gar nicht, wen man da ätzender finden soll nachher. Ne? Kevin stimmt. Anderson, Riesenarschloch. Ja, so wie er da auch irgendwie dann so sein ganzes Auftreten, wenn er nicht in dieser Radioshow ist, ist ja wirklich so, wo du sagst so, puh! Ja, dann dieser Klinikleiter da, was auch eine sehr gute Stimme ist, ja, finde ich. Ja, total. Wo du aber auch denkst, boah, also ein Oberpsycho, der Typ. Und dann noch die Dr. Franklin, die halt auch echt nicht ohne ist. Also das sind ja wirklich schon drei Ganoven, die ja schon nicht mehr so in diese alten Folgen reinpassen würden, sondern wo du schon sagst so, boah. Ja. Da geht's schon richtig ab. Ich meine, jetzt gehen wir schon vom Inhalt echt weit weg. Mhm. So, ja. Das müssen wir uns gleich auf jeden Fall nochmal noch angucken. Aber wie du sagst, die Garderobe, ich finde halt schon krass, die reagieren halt auf die Drohungen von der Clarissa Franklin. Wiederum ja mit einem geplant recht skrupellosen Verbrechen, wollen nämlich Clarissa Franklin ihrerseits aus dem Weg schaffen. Mhm. Und die drei Fragezeichen haben dann eigentlich insofern ja, die Aufgabe da in letzter Minute noch zur Hilfe zu eilen, weil sie halt mit Abhörwanzen letztlich irgendwie das verfolgt haben, was sich da in der Klinik als Showdown so langsam ja, zusammenbrodelt, genau. ne, irgendwie und... Und dann befreien, also oder beziehungsweise befreien sie mit Hilfe von Inspektor Cotta am Schluss und überführen noch und haben dieses Verbrechen eigentlich, das sie vorhatten, wollten ja eine Droge spritzen, damit sie ballerballer wird. Das haben sie erfolgreich verhindert, indem Justus es ausgetauscht hat. Im Hörspiel ein Mittel ausgetauscht, im Buch Leitungswasser, interessanterweise. Daraufhin habe ich gegoogelt, es ist nicht schlimm, Leitungswasser. Kann man einfach so injizieren, ja. Ist okay. Ja, nee, nicht, nein, nicht nachmachen. Nein, von der Infektionsgefahr ist es natürlich groß, aber es passiert jetzt nichts bei 20 Milliliter oder so. Okay, da ist ja. Hast du aber recherchiert? Ich wollte es wissen, weil Leitungswasser und dann haben sie es ja ersetzt. Da habe ich gedacht, wollten sie jetzt im Hörspiel nicht Leitungswasser? Warum? Da ist doch was faul. Aber ich schätze, ja, keine Ahnung, wollten da nicht, dass Kinder sagen: Oh, Leitungswasser spritzen, voll geil. Ja, gut, aber ich meine, ja, die Zusammenfassung soweit. Ne? Ich meine, der Bruder hat halt offensichtlich so eine schriftstellerische Begabung. Ja, der und, taucht ja gar nicht auf. Ne? Nee. Null. Der ist halt keine Sprecherrolle wert. Aber auch im Buch tatsächlich nicht. Aber der taucht null auf. Den hätte ich gern kennengelernt. Das fehlte mir so. Es gibt so ein paar Dinge, die mir bei dieser Folge fehlen. Ja. Und also ich springe da gleich mal in den Mittelteil, weil an sich ist es eine starke Folge. Das ist schon richtig. Judy Winter, ja, als Clarissa Franklin. Dass das alles über eine Wanze, eigentlich ein mega Block dieses Hörspiels, nur über eine Wanze, dieser Trick, ja, komm, wir schmuggeln ihm eine Wanze rein, dann erfahren wir alles. Und dann erzählen die beiden bösen Buben, erzählen im Prinzip, was sie alles vorhaben und so. Und eigentlich kann man da schon aufhören mit dem Hörspiel. Das fand ich schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ich fand es nicht enttäuschend, aber ich finde es ungewöhnlich, dass die drei Fragezeichen selber nicht so aktiv sind in der Folge, sondern viel aus der Beobachterrolle erzählt wird oder so. Der Erzähler ja auch aus dem Off das Ganze erzählt, wie die irgendwie das mit der Wanze überhaupt machen. Und so. Da wird man nicht als Hörer so aktiv mitgenommen oder die drei Fragezeichen sind da selber in Action, sondern das wird erzählt. Ja. Und das ist eher ungewöhnlich. Ne? Die rätseln da relativ wenig selber rum und lösen ja auch relativ wenig selber so an Fall eigentlich. Das meine ich. Ne? So, ja. Da wird wenig Detektivarbeit geleistet. Gerade genau das. Also ich habe eine ganz andere Wahrnehmung von genau dieser Szene. Weil das für mich eine der schönsten Szenen in dem ganzen Hörspiel ist. Wo sie dann quasi da in ihrer Zentrale sitzen, vollkommen außer Gefahr, und da gehen voll die Sachen ab. Also das ist ja im Prinzip, dreht sich ja alles ein bisschen auf das Radio und so, ne? Und es hat sowas davon, dass die drei Fragezeichen selber irgendwie daran
daran gar nicht teilnehmen, sondern das selber einfach nur so wie im Radio hören, was da alles so vor sich geht. Du denkst, das ist nochmal eine, wie würde man das nennen? Erzählerischer Kniff. Ja, so. Zweimal Radio. Ja, ja, genau. So, du guckst durch den Spiegel in den Spiegel. Ja, ja, den Radiomoderator mit Radio zur Strecke gebracht. So habe ich das gar nicht gesehen. Nein, aber auch einfach diese Atmosphäre, die dabei entsteht. Also gleichzeitig auch diese Geräuschkulissen, die sich da alle so miteinander vermischen. Man hat einmal Schrottplatz, man hat Zentrale mit Blackie und man hat diese Psychiatrie. Ja, das ist ja, für mich so, das Highlight der Folge. Das ist auch mega gut gemacht als Szene. Das zieht einen so richtig in den Bann auch. Das ist ja auch hochdramatisch. Also, es ist nur einfach, dass die drei Fragezeichen selber halt einfach recht passiv sind. Das ist ein bisschen TKKG-Style, ne? Die Clarissa Franklin und der Dr. Freeman, das sind so starke Charaktere, dass da irgendwie die drei Fragezeichen ein bisschen untergehen in der Folge. Das könnte sein. Das ist so stark, was da passiert und wie das gesprochen wird. Die drei Fragezeichen und die drei Bösewichte. Ja, also das, man kann es so sehen, ne, mit diesem Radio, toller Kunstgriff, ne, kann ich auch mitgehen, so. Ich denke halt, eigentlich tragen zwei Charaktere dieses Hörspiel, und zwar der Dr. Freeman und die Clarissa Franklin, die tragen das. Auch für mich eigentlich die beste Szene, als Bob sie besucht. Ja, so voll Psycho, wirklich. Genau, Bob dürfen wir da nicht vergessen. Sehr schön auch dieser Rückgriff auf die Musik. Als Bob ihr dann begegnet, tatsächlich in der Anstalt. Ja. Da kommt diese Musik von Stimmen aus dem Nichts, wo er auf der Couch liegt und über Brenda erzählt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das ist die Franklin-Musik. Wie geil ist das denn? Musiker, hallo. Da kommt halt direkt so dieses Feeling auch wieder hoch. Also das ist auch ein sehr, sehr kunstvoll gemacht, finde ich. Das schaltet sofort in den Verliebt-Modus, wenn die zwei miteinander reden. Echt? Aber sie hat es natürlich echt drauf. Sie so, ach, da hätte ich dir eine bessere Urteilskraft zugestanden. Also verliert. Und dann geht er. Ja doch, da ist so ein Knistern in der Luft. Das spürt man. Das ist irgendwie so auch eklig. Ja, so, genau, das hat was total... Das ist was total Ekliges. Bedrohliches, also irgendwie so krank, symbiotisches. Und dann geht ich habe dein Urteilsvermögen überschätzt. Ja, und auch so. Und also sie macht das schon geschickt. Also man muss... Also was sie auch sagt und so, das... ist nicht ohne. Und als er dann geht, sagt, ach Bob, was ist eigentlich aus Brenda geworden? Er so, ja, ich habe erkannt, dass sie in mir was Falsches gesehen hat oder so, ich glaube so. Und sie so, ja, ja, irren ist menschlich, du siehst es mal wieder, ne? Also wieder so ein bisschen Engineering, ne? Also ich schraube es an der Seele rum, ne? Ohne dass er es mitkriegt. Missbrauch auf jeden Fall auf übelste Sorge. Ja. Täterin und Opfer in der Folge auf jeden Fall auch, ne? Ja, aber, auf jeden. Genau, das hat sowas irgendwie fast Zärtliches, aber auch Grausames, wie die miteinander reden, so. Ja. Das ist auf jeden Fall stark. Eine ganz tragische Gestalt. Ja. Im Buch übrigens, spannend, möchtet euch nicht vorenthalten, ist es so, dass sie, er kommt sie besuchen, er erkennt sie erst gar nicht, weil sie eine Latzhose trägt und die Haare kurz geschoren hat. Ne? So, das fand ich nochmal ganz spannend, weil das ja so gar nicht hier rüberkommt. Deswegen sagt sie auch, was siehst du mich so an? Ja, so. Ja. Ich bin schon verunsichert genug. Ja. Oh, aber ich habe mich wohl schon gewundert, dass es ein tolles Hospital ist, dass man da gegen Knast tauschen kann. Ne? Wo du da, das ist ja, die sind ja voll freundlich da, dann darfst du dann ruhig deine Radieschen da ziehen. Also es hat ja irgendwie nichts Cafeteria Schlimmes. Kuchen. Irgendwie. Ja, ja. Ich weiß, die ist. Der weiß nicht, wo seine Jecken sind, der Freeman. So, die ist bestimmt bei Kaffee und Kuchen. Ja gut, also das ist so ganz eine Realität messen, weiß ich nicht, auch was der Bruder mit seiner Schizophrenie da irgendwie die ganze Zeit macht in dieser Klinik oder nicht macht. Also, Ich habe jetzt auch nicht unbedingt die Medikamente gegoogelt, um wie es da geht. Ja, doch. Dem Bruder wird da offensichtlich nicht geholfen, so viel ist klar. Nee, nicht mehr, ne? Ja, es wäre schon spannend zu erfahren, wie der Dr. Freeman und der Anderson das erste Mal auf diese Idee kommen. Das zu machen irgendwie. Also. Auch ganz ehrlich, also ich meine, wir springen gerade so, aber ja, Dr. Freeman, was hat der davon? Also der kriegt einfach Kohle. Der kriegt Geld.
Geld schreiben. Also halt eine Menge Geld. Ne? So. Ja. Ja, für mich aber ganz wichtig, du sagst, wir springen, deswegen will ich zum Anfang zurück, weil das ist, und ne, da könnt ihr mich hassen, aber Thomas Buchmeier, ein super 1Live-Moderator sein, aber ein furchtbarer Hörspielsprecher. Der bringt den so farblos und null rüber. Und auch hier beziehe ich mich nochmal aufs Buch. Im Buch ist es ein richtig fieses Arschloch, dieser Anderson. Also der macht die richtig rund, die drei Fragezeichen am Anfang. Und so, ja, ihr Pseudodetektive, ne, so. Und ach, das ist jetzt super Werbung für euch, ne, so. Und seid mal gefälligst dankbar. Und er bedroht die Brighton auch, weil er sie gesehen hat, wie sie mit den drei Fragezeichen rumhängt und bedroht ihn und sagt, sie soll sie in Ruhe lassen. Ne? Mhm. Also soll mit denen nichts zu tun haben. Und das bringt halt Thomas Buch null. Die ist halt super hölzern. Lustigerweise, so wie ich mir den Anderson vorstelle, vor dem. Als er schlecht war, als Moderator. So. Also die Ironie, finde ich schon, ist da. Was ich an der Anfangsszene tatsächlich super stark finde, ist irgendwie die Disco-Musik, die dann einspielen, irgendwie, ne, wenn es aus der Live-Schalte ein geht. Disco-Kracher, so, der auch heute noch in die Glieder fährt. Und der hat mich zum Beispiel so viel zum Thema Musiker super erinnert an Donna Summer, I Feel Love. Dieser absolute Elektroklassiker für die Fans, der von dem Moroder produziert wurde, was wirklich so ein Track ist, der bahnbrechend wegweisend für elektronische Musik gilt. Und irgendwie diese paar Takte, die da gespielt wurden, fand ich da, wow. Disco-Kracher aus den 70ern. Genau, der immer noch in die Bahn fährt. Finde ich aber sehr geil. Yeah. Also wir wissen also, dass es nach den 70ern spielen muss, dieses Hörspiel. Ja. Ach, das ist aber so ein bisschen süß, dass dem Hörer, / den drei Fragezeichen, dann noch in Ruhe erklärt wird, wie das alles so funktioniert mit den Anrufern im Radio und so. Das ist schon süß. Ja. Ja. Was ich komisch finde, und ist ja, dass der Anderson da eigentlich schon ahnt, dass da jetzt Mystery anruft, weil er sagt ja am Anfang, ja, ich hoffe, dass da jetzt jemand dran ist, der was Geistreiches dazu zu sagen hat. Ne? Also so wie wenn er schlechte Erfahrungen gemacht hätte irgendwie. Aber vielleicht ist das aber auch nur so sein Moderations-, also sein abwertender Moderationsstil. Ja, also, perfekt rübergebracht, Thomas. Eins blickt man sofort. Ja, man will ihm nichts Böses, aber er geht auch in anderen Szenen irgendwie leider so ein bisschen unter. Also so. Wie ist der bei 1Live gelandet? Also ich höre das ja nicht, aber... Weiß ich nicht. Ich habe den aber auch bei... Also ist ein sympathischer Typ, wenn man den so bei Aktuelle Stunde sieht oder so. Aber der war doch auch bei Radio 1, glaube ich, ne? Und hier in Berlin, Brandenburg unterwegs. Also der hat schon doch durchaus eine ganz schöne Radiokarriere hinter sich gehabt. Auch im WDR 2 war er ja auch. Nein, das wollen wir eben ja auch nicht absprechen, aber in dem Hörspiel, das stinkt da einfach ab. Ja. Überzeugt. Ja. Eine wichtige Sache, also die ich wichtig finde und die ich schade finde, es ruft ja Tante Mathilde an, was peinlich ist, einfach nur, finde ich, ja, so. Bei uns auf dem Schrottplatz, es türmt sich die Arbeit. Ja, und die sind immer so gefährlich. Und erinnert euch, als wir Totenkopf gesprochen haben, waren wir uns ja so komisch, dass der Tante Mathilde ist eigentlich scheißegal ist, was mit Justus, Peter und Bob ist. Und da beschwert sie sich auf einmal, es ist alles so wahnsinnig gefährlich. Ne? Das fand ich irgendwie komisch. Im Buch übrigens, möchte ich auch noch sagen, Miss Agawam ruft an. Miss Agawam auf der verschwundene Schatz ruft im Buch an. Das hätte ich toll gefunden, wenn die wirklich angerufen hätte. Die ist 2006 gestorben, das Hörspiel ist 2001 produziert worden. Also hätte man sie vielleicht noch fragen können. Das sind einfach Geizhälse bei Europa. Hör mal, pass mal auf, du hast noch 5 Jahre. Ja. Willst du das nicht für uns jetzt? Ja, weil das hätte ich schön gefunden. Die erzählt dann so, ja, und dann haben die das mit den Gnomen aufgeklärt und so. Das hätte ich schön gefunden. Ich finde das schön, dass du offensichtlich immer noch mal die Bücher liest. Ja, ich habe auch... Jetzt also der Vergleich ist offensichtlich lohnenswert. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Also Fluch des Rubins, das ist ja deine Lieblingsfolge, finde ich, da ist ein Hammerunterschied. Ne? Der Hammer. Das weiß ich nämlich noch, weil ich von dem Buch so beeindruckt war. Aber wo du gerade sagst, ja, die aus 2001 ist ja dann eben auch schon eine der eben nicht mehr klassischen alten Folgen, sondern schon eine neuere. Ja. Wo ich für meinen dann Teil dann schon 21, 22 war oder so, wo ich mich aber auch noch daran erinnern kann, dass die Folge echt funktioniert hat. Also ich fand die wirklich nochmal herausragend auch. Ich habe die beim Autofahren gehört, tatsächlich relativ viel. Ich bin zu der Zeit recht viel gependelt und
Ich weiß noch genau, wo der Seitenwechsel ist. Also wo ich die Kassette rumdrehen musste, zum Beispiel und so. Genau an der Stelle, vielleicht kommen wir da gleich noch hin. Es ist genau an der Stelle, wo der Erzähler anfängt zu erzählen, dass mit Liz, Lys und Gelly dem die Wanze angeheftet wird. Ah, ja. Und dann geht's halt los mit dieser Szene, wo die dann quasi in der Zentrale sitzen und das alles da belauschen. Helft mir mal auf die Sprünge. Okay. Wer sind Liz, Lys und Kelly nochmal? Kenn ich die von Peter, ne? Ist Lys die den Justus verarscht hat oder kommt das noch? Nein, wie heißt die nochmal? Von Erbe des Meisterdiebs und so. Oh Gott. 1, 2, 3 Bildungslücken. Wir haben Brenda, wir haben Liz, wir haben. Ist Liz nicht die Justus verarscht hat? Nein. Nee. So, mit der jetzt super duper dicke befreundet ist? Never. Und nur nachts in der Kiste. Nein, die ist anders. Ja. Die ist anders. Ich könnte jetzt googeln, aber ist ja langweilig. Ja. Kommt in genau. Die Shownotes. Ja, genau, immer noch mal Faktencheck. Vielleicht fällt es auch nachher noch mal irgendwem so ganz spontan ein und sagt dann einfach dazwischen rufen. Genau. Aber wir waren abgeschweift. Ich hätte eine Frage an euch. Beide, euch hat das so richtig mitgenommen. Ja. Was war es? Also wenn ihr jetzt so, also nicht, habt ihr einfach gehört, was an diesem Hörspiel ist es? Also für mich ist das ehrlich gesagt wie so ein guter Thriller fast schon irgendwie, den man hört. Ungewöhnlich für eine 3-Fragezeichen-Folge, aber nachher dieser komplette Showdown in der Klinik mit, weiß ich nicht, also echte Verbrechen, echte Dramaturgie da drin, so ein bisschen Wettlauf gegen die Zeit, super Sprecher, das hat einfach total gut funktioniert und fasziniert auch. Also was mich total fasziniert ist, es kommt an einer Stelle zu so einem Kampf der Giganten, würde ich sagen. Und das finde ich, das hat mich total gecasht. Wo Franklin und Freeman sich battlen quasi. Und die benutzen beide diese wunderschön hochgestochene Akademikersprache. Ja, ja. Aber so gemein, boshaft und sich gegenseitig verbal so auf die Fresse kloppend. Ja. Großartig, ich liebe das. Das ist so schön. Aber vorher erklären Sie mir klipp und klar, was Sie hier zu finden hoffen. Ja, ja so, also so dieses. Ja, ja. Bei der Franklin finde ich das auch total gut, dass die dieses Akademische kann. Die kann aber auch das richtig dreckige, boshafte Laute. Mhm. Das ist so wie die Schlange, die dann einmal kurz zischt oder so. Das ist einfach auch. Wer will denn jetzt hier wem seine Macht demonstrieren? Genau. Die Zigarette bleibt an. Ja, also so. Ja. Es sei denn, es interessiert sie nicht, was ich zu sagen habe. Also, das kann ich wohl sehr gut nachvollziehen. Ich finde, die Dialoge sind ungewöhnlich für die 3 Fragezeichen. Mhm. Ja, weil sie dann doch, also alles, was mit Franklin zu tun hat, und auch dieser Dialog, das Duell der Giganten, tatsächlich also wirklich dialogmäßig besser ist, als man erwarten darf für so eine Kinderserie oder auch für die 3 Fragezeichen generell. Es ist ja schon eher Trivialliteratur. Ist jetzt auch keine hohe Literatur sicher, aber das finde ich auch. Mich hat witzigerweise diese Folge nie so richtig gepackt, aber ich glaube tatsächlich, wenn mich auf der Anfang schon abgeschreckt und da ist schon komm mal weg. So. Ja, ich finde halt tatsächlich für mich bemerkenswert ist dieser Verrat von Bob. Ja, so. Dass er versucht das ja nachher zu erklären. Er sagt ja, das war ja quasi Hypnose nochmal. Ne? Mhm. Also die hat mich quasi nochmal hypnotisiert. Ich glaube ihm das nicht. Aber ich finde das Spannende, da sind wir so beim Thema Trauma und Trigger und Bewusstsein, Unterbewusstsein, auch was mich an der Folge total fasziniert. Also ich habe das eher wirklich so gedeutet, dass der wie so getriggert, geschockt irgendwie ist, als er die Stimme hört und dann so ein bisschen sein Programm abspult auf Notstrom, um da irgendwie klarzukommen und für sich irgendwie handlungsfähig zu werden. Ja, ich glaube, der war geschockt und dann hat ihn die Faszination wieder eingeholt, was an der Hypnose gelegen haben kann. Aber die Faszination, dass er dachte, ich muss sie wiedersehen. Mhm. Weil er geht dann ja zu Cotta und sagt, ja, ich bin jetzt hier ganz alleine. Hier und sag mal. Übrigens, dass der Cotta einfach Bescheid, also dass der Cotta ihm einfach Auskunft gibt, ne?
Das geht ja gar nicht. Ja, so, er sagt zwar Schutz und die. Ja, ja, natürlich, der sagt dann so beiläufig so, naja, eigentlich darf ich dir das nicht sagen, aber ja, komm, weil du es bist. Ja, ich rufe mal Goodwill nach. Ja, ja, genau. Ja, Aktenzeichen X2000. Ja, so, ja, sicher, klar, das, so ja, läuft das. Auf gar keinen Fall läuft das so. Ja, das ist spannend, dass du das erwähnst. Tatsächlich, wenn ich jetzt drei Fragezeichen höre, höre ich mit einem erwachsenen Ohr und denke, das geht doch nicht. Ja, das darf man doch gar nicht. Das sind voll die Drecksverbrecher. Ja. So, was fällt denen ein, da einfach mit Dietrich reinzugehen? Aber ich hatte den Eindruck, dass Justus am pikiertesten darüber ist, dass er Bob es gewagt hat, alleine zu Cotta zu gehen. Dass ihn das am meisten ankotzt. Weil der Cotta, so wie Reynolds auch, so der Gott ist. Ne? So, und zu dem darf man, wenn da zusammen, und da gibt es ständig so, wer ist sein Liebling? Ne? So. Wobei, das glaube ich. Und wenn Bob alleine zu ihm geht, das ist für Justus ein No-Go. Wenn jemand alleine irgendeine Absprache mit Cotta trifft, dann ist das nämlich sonst Justus. Richtig, genau. Justus hat nämlich oft schon mal so in der Hinterhand so, ach, ich habe übrigens Herrn Inspektor Cotta schon Bescheid gesagt. Ja, ja. Der boxt uns jetzt hier gerade voll raus. Das braucht ihr auch alles gar nicht wissen. Ne? Genau, richtig. Also Justus ist eigentlich derjenige, der so den Special-Draht zu Cotta hat. Deswegen, glaube ich, ist er da auch am angesicktesten darüber. Nicht, dass der da, was weiß ich, den gesagt hat, mir ist schlecht und es stimmte gar nicht, sondern dass er bei Cotta war. Aber Bob ist auch insgesamt schon mal jemand, der am ehesten noch so diese Alleine-Nummer durchzieht. Ja, und Peter ist auch zu schissig und auch nicht die hellste Leuchte. Torte auf der Kerze. Ja. Kerze auf der Torte. Ja, aber Bob. Auch hier in Musik des Teufels zum Beispiel und so. Da ist er auch. Da emanzipiert er sich. Öfter schon mal alleine unterwegs. Also Bob ist und schon. Und das mal ist seine Freundin, dieses Mädchen da, ne? Also ja, mit der hat er den Traum. Also der Bob ist am ehesten schon mal so der den drei Fragezeichen so fremd geht, weißt du? Ja, ja, das stimmt. Das wird auch im Laufe der Zeit mehr, finde ich. Mhm. Tatsächlich. Aber ich glaube, also da war er ja echt stinkig wie Sau, der Justus. Dass er das alleine gemacht hat. Und ich glaube, dass es wegen Cotta war, weil der hat das Machtfass aufgemacht, wie du sagst. Also der hat nämlich eigentlich, wer ist der Boss? Das hat er nochmal damit. Weil das ist so ein Insignium der Macht da. Wer darf mit Cotta alleine reden? Ne? Naja, auf jeden Fall hat er dann rausgekriegt und hat sie dann besucht, was die große Szene ist. Und wo ich echt lachen musste, weil ich so bewusst habe ich das noch nie gehört, dieses Hörspiel. Und dann fangen diese Irren, wenn man so sagen darf, die Jecken, ja, die fangen an zu da im Hintergrund sich ein Ass zu lachen die ganze Zeit. Also, ich habe gedacht, nettes Bild von der Psychiatrie. Ja, ja, natürlich. So richtig ja. 50er, ne? Gut, das Ganze startet halt von Klischees natürlich. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Gut, aber ich glaube, die Faszination der Folge ist für mich auch wirklich, ich mag halt auch so diese Thriller und Psychothriller grundsätzlich als Genre, und das spielt ja einfach auch mit viel dieser Klischees, auch aus dem anderen Genre irgendwie, aus erwachseneren Genre. Ne? Das finde ich schon ganz spannend. Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache daran. Aber es geht halt eigentlich, wenn man sie jetzt auch nochmal bewusst hört, ja, relativ am Anfang dann Wanze rein und dann hören wir eigentlich zwei Kapitel, hören wir nur zu. Ja, so die ganze Zeit. Wobei der Klassiker bei dieser Geschichte ist, ihr habt es mit Sicherheit auch gehört, ja, Bob sagt irgendwann, ich liebe sie. Ich liebe sie. Mhm. Wo sie ihre Forderungen stellt, ne? Ja. Ja. Wo sie dann sagt, was sie alles haben will. Ja. Eine Flasche Rotwein und eine Karaffe und kein Klong-Plastikbecher oder Zahnputzbecher. Ja, oder. Da ist er weg. Ich liebe sie. Ne? So. Ja. Das ist eigentlich der Beweis. Ne? Also brauchen wir eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Ja. Der ist verliebt. Ja. Der hat da was in den Reihen gesetzt. Bob hat einen Ödipus-Komplex. Naja, du müsst ja auch seinen Vater umbringen wollen, oder nicht? Also ich bin jetzt nicht so. Hast du Bobs Vater schon mal gehört? Ja, im letzten Hörspiel, Schatten des Giganten, okay. Hat er heute reingezogen. Stimmt, stimmt. Aber. Verdammt, ja, also.
Vielleicht macht das noch irgendwann. Die haben da was laufen, irgendwie so an Beziehungen und Abhängigkeit und Anziehungskraft was, und gleichzeitig sind sie irgendwie doch so. Du musst ja auch schon sagen, aber die Stimme ist ja auch schon ganz schön sexy, ne? Ja. Von der Franklin, finde ich. Ja, ja. Ja. Doch klar, die hat, ja, natürlich, die hat schon drauf. Und ich denke, die hat ihn damals auch, ja, weil aus Stimmen aus dem Nichts hat sie ihn ja schon auch weich gepresst. Auch da ist er ja schon, denkt er so, aha, die verarsche ich gut, aber man merkt, es kippt, dass er eigentlich sich dann doch öffnet. Und ich glaube, das ist ein Klassiker, er hat sich in die helfende Hand verliebt, ne? Ja. In jemand, der ihm hilft. So, ne? Und das heißt, Bob ist eigentlich ein bedürftiger Typ, ne? Letztendlich. Und das wird wieder ganz alles reaktiviert und sie benutzt das auch. Sie ist da relativ schnell. Ich war ja schon überrascht, aber. Und sie ist auch so ein bisschen so eine Columbo, die dann immer noch mal mit so einer letzten Frage dann so irgendwie dann das eigentlich Interessante noch mal raushaut. Ja. Fand ich auch immer sehr schön bei den Franklin-Folgen. Ja, ja, sie ist da ein super Klassiker, der da durchgeht. Mit Stimmen aus dem Nichts, wo es so anfängt. Und ich finde es halt erstaunlich. Es ist ja so, sie wissen ja eigentlich alles. Sie könnten ja, nachdem Freeman und Anderson das erzählt haben, könnten sie ja eigentlich tatsächlich. Da kommt es ja zum Konflikt mit Peter, ne? Ja. So, wo Peter ja, finde ich, vollkommen berechtigt sagt: Sag mal, hast du eine Meise, Justus? Wir müssen jetzt die Cops rufen sofort, weil so geht es aber, glaube ich, auch unter Umständen. Ein Grund, warum die vielleicht auch in dieser Folge so passiv sind, weil das Thema tatsächlich ungewöhnlich erwachsen, ja, bedrohlich tatsächlich ist. Ja. Und die in erster Reihe da als Jugendliche tatsächlich auch nicht so viel verloren haben. Das will eben Justus nicht einsehen, habe ich so das Gefühl. Da ist er wirklich an, der schraubt er am größten Wahnsinn. Ich habe das eher so mitbekommen, dass er da relativ schnell auch mit einversteht. Am Ende knickt Justus ein. Und so empfinde ich das nicht, sondern er sagt dann so, wir haben natürlich, machen wir das irgendwie. Warte, wie war das denn? Aber wir müssen vorher noch irgendwie einen Plan uns überlegen. Das ist Justus Dingen. Der will zu Cotter gehen und schon den Plan haben. Ja, er will vor allem, er will nicht, dass Franklin, er hat, seine größte Sorge ist, Franklin könnte ungeschoren davonkommen, wenn sie einfach nur retten. Und da habe ich mich auch gefragt, wie kaltblütig ist Justus eigentlich? Und ich glaube, eine Antwort gefunden zu haben, warum es so ist. So, ich dachte, du sagst jetzt, ich habe eine Antwort gefunden. Ziemlich. Der ist ziemlich, er mag sie nicht. Und das ist ja auch später, aber da kommen wir noch drauf. Die wollte ihn abknallen lassen, den Stimmen aus dem Nichts. Ja. Da sagt sie zu ihrem Lebensgefährten, knall ihn ab. Ja, eiskalt. Ne? Und ich glaube, so nah war Justus der Todesangst noch nie. Ja. Ich glaube, das hat er ihr nicht verziehen. Und ich glaube, der hasst die bis aufs Blut. Ja, so. Und vielleicht auch, weil er merkt, dass Bob scharf auf die ist oder so. Ne? Ist auch noch eifersüchtig. Ja, ich glaube, der ist auch derjenige, der da noch den kühlsten Kopf behält und sich gar nicht von so einer Dramatik einlullen lässt, aber auch nicht von dem, was so eine Clarissa Franklin dann erzählt, einlullen lässt, sondern in dieser Showdown-Szene. Also der hört sich das alles an, aber der zeigt jetzt auch nicht wirklich viel Mitgefühl für das Gejammer, sondern der hat schon seinen Plan und wenn dazu gehört, okay, ich höre mir den kurz an, das ist ja tragisch, jetzt musst du aber wieder zurück in die Zelle und halt die Fresse. Mhm. Also da geht er so durch mit der Idee, wir ziehen das jetzt halt auch durch. Ist da echt total ist unemotional. Ne? So, ja, das sind diese Sherlock Holmes Anteile an ihm, wofür man ihn ja auch liebt. So. Aber es war schon überraschend, fand ich, dass ihm das so, dass er, ich finde, er verarscht Peter. Er sagt, natürlich sage ich Inspektor Cotta Bescheid. Ich will nur, dass er ganz zuletzt eingreift. Ne? So. Aber er hat am Anfang nur Bob gefragt, hey, wie lange dauert es eigentlich, da hinzufahren? Mehr nicht. Ne? Also das klang mir nicht nach, jetzt rufen wir aber auch noch den Cotta an. Wir werden es nicht erfahren. Aber man wird ja auch im Dunkeln gelassen als Hörer, wie das jetzt alles so vonstatten geht, was für Vorbereitungen die dann treffen, was dann mit der Polizei abgesprochen wird. Das wird ja erst am Ende erklärt. Man weiß es nicht. Ne? Also irgendwie begeben sie sich ja doch in extrem gefährliche Situationen, die gut gehen kann oder auch nicht. Ja, macht Justus wahrscheinlich wieder allein. Ne? Ich fahre jetzt zu Inspektor Cotta. Hm. Und dann sage ich, wieso hast du dich denn geschminkt und zurecht gemacht, Justus?
Das mache ich für mich. Genau. Ja. Ja, und dann gehen sie rein und sie nutzen diesen Trick, den Bob, den man Bob noch nie irgendwo gehört. Also wie locker flockig sie da reingehen. So. Aber die haben ja auch schon Geheimwissen, ne? Weil Bob ja schon Bob auch Zimmer 17, schon. Ne? Zimmer, ja, ja. Ja, wir wissen schon Bescheid, ja, ja, kennen wir. Geschlossene Anstalt, ne? Aber kommt mal rein, ja, aber nie gesehen. Er hat Zimmer 17, alles klar, ihr seid Insider. Boah, ist euch mal aufgefallen davor, ne? Als dieser Wäschereisprecher-Typ da, ja, das erste Mal auftaucht, so diese gesamte Aussprache von dem Typen, so jedes einzelne Wort muss durch einen Sumpf. Bäckerei. Echt? Ja, ja, muss man darauf achten. Also schlechtere Sprecherleistung als Herr Bug in diesem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ja, das haben wir ja absichtlich gemacht, glaube ich. Ja. Ja, kann schon sein. Trotzdem krasser Sprecher. Wer von euch weiß, wie das Mittel heißt, dass sie verabreichen wollen, der Franklin. Ja, ich hätte es mir ja doch fast aufgeschrieben, als ich das Hörspiel zuvor bereitet habe. Wer kommt zwar? Oxypromol? Nee, warte. Transtiroldiathylamid. Und? Kannst du es nochmal sagen, bitte? Transtyroldiathylamid. Sag mal, ein bisschen flüssiger. Justus. Jedes Wort muss durch einen Sumpf. Ich hab's gegoogelt. Man kommt nur auf eine. Hast du es gegoogelt? Drei-Fragezeichen-Seite. Auf eine Drei-Fragezeichen-Seite. Also? Ja, tatsächlich. Ja. Cool. Also, es gibt es so nicht. Ja, so. Aber ich habe mich natürlich schon gefragt, was könnte das sein? Es soll etwas sein, das sie ja irreparabel ballerballer macht. Ja. Also ich kenne irreparabel. Ist das tot, nicht das Mittel, was auch der Bruder? Der Bruder bekommt doch ein Nervengift, was mittlerweile, so wie ich es verstanden habe, nicht mehr irgendwie zugelassen ist oder so. Ne? Ist das nicht das Gleiche, was sie dann in der Überdosis bekommen soll? Es zersetzt die inneren Organe. Ja, aber das ist ja erstmal nicht, scheint ja erstmal nicht irreversibel zu sein. Also das heißt, wenn der Rausch vorbei ist sozusagen, das scheint ja eine Droge zu sein, die man öfter nehmen kann als einmal. Ja. Das ist halt die Frage, die Menge macht das Gift. Ne? Könnte sein. Könnte sein. Ich habe das nicht gedacht. Aber ja. Das ist ja, also, er spricht von einem Nervengift, so glaube ich, im Hörspiel gehört zu haben. Ja, aber der Freeman spricht davon, dass sie sich in der Dosis vertan hat. Also das ist ja auch nochmal das Ding, ne? Also sie ist rückfällig geworden und sie scheint ja auch als Psychologin oder Psychiaterin Ahnung von Medikamenten zu haben und scheint dieses, wie heißt es? Transtyroldiathylamid vielleicht durchaus eine im Drei-Fragezeichen-Universum gängige Droge zu sein. Ja, so die man höher dosiert besser nicht einnimmt. Ja, aber das Ding ist ja klar, die sollen halt nicht wirklich drauf gehen, aber es schraubt ja schon so ein bisschen dran vorbei. Eigentlich ist, glaube ich, das Ziel einfach, das Gehirn ist Matsche, die wird nie wieder dieselbe sein, die wird keinen Satz mehr gerade aussagen, sich an nichts mehr erinnern, was gewesen ist und damit mundtot gemacht werden als dauerhafter Pflegefall. Mhm. Was jetzt humaner wäre, weiß man nicht. Also der Kevin Anderson sagt ja, willst du sie etwa umbringen? Nein, nein. Der so, nein, 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 nein. Wo denkst du hin, mein Lieber? Nein. Ja, ich frage mich, was an ihren Forderungen es dann letztendlich den Ausschlag gegeben hat. Sie streckt ja schon dick auf, als sie sagt, ich will das und das. Ne? Ja. Also am Anfang sagt sie, in drei Wochen möchte ich raus. Am Schluss sagt sie, drei Tage hast du Zeit. Ja, so. Ja, ich glaube, es lag jetzt nicht nur daran, dass er jetzt noch eine Flasche Rotwein wollte. Bei der Gelegenheit, pass auf. Alles klar. Komm. Die Flasche Rotwein ist eine, ich habe nachgeschlagen, die gibt's, ja, tatsächlich. Oho. Das ist in Wirklichkeit Chateau Mouton Rothschild, also nicht Baron Rothschild, gibt's nicht. Ja. 1945, der Flaschenpreis beträgt zurzeit 13.900 Euro. Ein sogenannter Jahrhundertwein.
Da sind wir ja schon fast bei 275.000 Euro. Ja, die will ja 3 Wochen lang jeden Abend eine Flasche davon haben. Oh, ne? Gottes Willen. Da wäre ich aber auch froh, wenn die in 3 Tagen raus wäre. Ne? Letztendlich 13.900. Das ist der sogenannte Siegerjahrgang. Übrigens, das ist spannend. Das ist der 1945er Jahrgang und hat als Etikett das Jahr, in dem wir gesiegt haben. Also das ist ein französischer Wein. Ja, so. Ja, sehr gut. So als Fun Fact nochmal hinterher. Ich hatte auch gerade Angst, dass du irgendwie die Kurve nicht mehr kriegst. Aber ja, der französische Wein. Ja. Doch, also gibt es also, wollte ich nur sagen. Also nicht weit hergeholt. Es war nicht ein Baron, aber Chateau. Ja, auf jeden Fall hat die Frau Franklin einen ausgezeichneten Geschmack offensichtlich. Scheinbar. Und ich halte diese Irren nicht mehr aus. Wie sie immer lachen. Wahrscheinlich. Die ganze Zeit, sie sind mir zu fröhlich. Ja, so. Ja, wobei teilweise wird ja auch schon ganz schön irre geschrien. Ne? Ja, also da sind ja nicht nur, da sind ja nicht nur Freudenlacher bei. Das scheint ja auch durchaus, da scheinen ja auch Menschen gefoltert zu werden. Zelle 13. Ist genau. Endstation. Zelle 13. Ja. Ja, der Freeman, das ist schon der Bringer, ne? Ganz ehrlich. Das ist echt ein wirklicher Schwerverbrecher. Arsch. Ja. Kennt einer? Ich habe ihn nicht gegoogelt, den Synchronsprecher. Kennt ihn einer? Also, das ist schon eine bekannte Stimme auf jeden Fall. Die kommt mir bekannt vor. Der Jürgen Thormann ist das. Jürgen Thormann, okay. Ja. Der hat auch in anderen Folgen schon mal gesprochen, oder? Der kommt mir bekannt vor, ja. Aber also soweit war mein Recherchen jetzt nicht. Ja, ich habe auch nicht recherchiert. Nachguckt, aber der ist mir so, finde ich, der trägt da ganz viel und bringt da so Schwung rein, ne? Ohne den, ne, da hier Kevin Anderson alleine, das wäre hart. Ja. Was mir in der Folge tatsächlich noch aufgefallen ist, die Rätsel, die ja sonst auch so sehr zentraler Bestandteil von solchen Folgen sind, hätte es jetzt auch nicht wirklich gebraucht, oder? Also, ja. Beziehungsweise, also die 3 Fragezeichen entschlüsseln sie zwar, aber so richtig clever und richtig sinnvoll sind sie nicht. Also sie entschlüsseln sie nicht so, dass sie dann der Sache auf die Spur kommen, sondern im Nachhinein wird ihnen klar. Also, und das feiern sie so ein bisschen ab, das fand ich auch komisch. Weil da war auch uns oder den Zuhörern ja schon längst klar, was gemeint war, beziehungsweise. Und dann sagen die nochmal, ja, dann war das ja von, jetzt verstehe ich auch hier Ruggedigu und so weiter, ne? Ja, alles klar. Ja, und wie die Clarissa Franklin irgendwie die anderen Insassen dazu bekommen hat, mitzumachen, gibt es da im Buch irgendwie noch erhellende. Die hypnotisiert die. Ja, ja, aber wie kommst du dazu? Ja, dann. Das wird so relativ schnell. Wenn ich jetzt so in der Psychiatrie bin, würde ich auch sagen, komm, ich hypnotisiere euch auch mal. Ja, die hing mit denen rum. Und dann irgendwann fängt die an, die zu hypnotisieren. Und so hat sie es ja auch mit diesem Bruder von Kevin Anderson gemacht, weil der spricht ja eigentlich nicht. So, und dann hat sie den über Hypnose ausgefragt. Dann hat die aber auch tatsächlich mal hörmelnde Freiheiten da. Genau. Das mag ich ja. Die kann da rumlatschen wie Realitätscheck ist immer schwierig, ne? Ja. Ja, das hat mich an diesem Best Hope dann so gestört. Du hörst vor am Anfang, sagen sie, ja, das ist ja eine Festung und so. Ne? Wenn Bob da hinkommt, sagt er, das ist eine Festung. Aber die Lieferanten gehen rein und raus, wie sie Lust haben. Gibt dann aus. Und er wird ja auch untersucht. Also ich weiß nicht, ob das nur im Buch ist, aber er wird mit so einem Metallsuchdetektor, aber dann da drinnen. Wobei ja auch die Clarissa Franklin die Wanze geht auch einfach so durch, ne? Ist die deutlich machen will, dass das hier für sie eine Strafe ist. Weil Bob ja auch erstmal so sagt, oh, nach dem Motto, ist aber schön hier und kein Gefängnis. Und sie dann ausdrücklicher sagt, doch, das ist hier, ne? Wie Gefängnis auch. Ne? Ja, wenn ein bisschen picky ist. Ja, trägt dann ja auch ein bisschen dick auf, um deutlich zu machen, dass sie ja Abbitte tut. Also es ist schon ein guter Deal, den sie da vor Gericht rausgeschunden hat, ganz ehrlich, im Gegensatz zu Gefängnis. Aber sie kann es halt gut. Man nimmt sie eher dann ab, dass sie sagt, ja, weißt du, im Gefängnis wäre mir nicht geholfen, ne? Mhm. Sondern da, ich habe meine Tablettensucht und bla bla bla. Und dann denkt man, ja, klar, macht Sinn. Ja. Mhm. Das ist schon wahr. Aber sie hat ja in Wirklichkeit keinen Bock, sondern will dann raus und will sich, was will sie mit dem Geld? Will sie was Neues aufbauen oder so, ne? Ich glaube,
ehrlich gesagt Ruhe im Karton, oder? Ja. Also wie lange an der Stelle ist sie einfach, glaube ich, dann habgierig und hat Bock auf. Das war sie ja immer schon. Freiheit und. Am Anfang waren es ja 20 Millionen, ne? Ja. Die sie eigentlich ursprünglich da ins Best Hope überhaupt gebracht haben. Mhm. Ihre Gier nach 20 Millionen. Und wo sie ja nicht warten wollte. Sie hätte sie ja gekriegt. Genau. Also das ist echt komisch. Ja, so. Ja gut, sie war ja tablettensüchtig. Ne? So. Genau. Und hatte von sich und ihrer Umwelt eine gestörte Wahrnehmung. Ne? Ja. Ist auf jeden Fall. Jetzt hat sie vielleicht 250.000 Euro, hat sie jetzt vielleicht gedacht, na komm, stapelst du mal ein bisschen kleiner. Jetzt mal ging schief mit den Millionenbeträgen, dann musst du mal ein bisschen kleiner machen. Fangen wir mal so, klein, ne? An. Ja. Spannend ist, wo sie dann ja eigentlich die Franklin befreien können. Ne? Sie könnten es. Sie könnten sie einfach mitnehmen und aus dem Best Hope rausschleusen. Aber dann hätten sie kein Schuldeingeständnis vom Freeman. Genau. Das, ja, klar. Nur auf Kassette. Sie haben ja schon alles auf Kassette aufgenommen. Ja. Sie haben ja schon alles auf Band. Ja. Also diese gesamten Schuldeingeständnisse vom Anderson und so, aber dann fällt ihnen auf, na, aber vor Gericht, ne, kannst du damit nichts werden. Das heißt, sie müssen ihn ja quasi auf frischer Tat. Er da gibt es einen Logikfehler, da komme ich gleich nochmal dran. Kommt den ganzen Ball. Da gibt es einen Logikfehler in der Folge und den hast du gefunden. Wow. Ja, ich muss sagen, also das ist schon das ist natürlich jetzt auch im Rahmen unseres Podcasts, muss man die Sachen ja nochmal intensiver hören. Und ich sag mal, da kriege ich ein sehr differenziertes Bild von den Protagonisten. Unter anderem von Justus, ganz ehrlich. Der da ja der auf dem Rachefeldzug hoch 10 ist, also der klar hat, jetzt lasse ich die mal zappeln, die machen da auf. Und dann, sie ist ja wirklich verzweifelt und sagt, bitte helft mich dran, die wollen mich killen. Und du sagst, ja, jetzt mal gucken, ne? Ja, erstmal. Und auch noch als besondere Boshaftigkeit von Freeman steht dieses Mittel schon da, damit sie sich das schon mal ein bisschen angucken kann. Das ist ja natürlich. Was für ein Wichser. Ja, wie doof. Auch, aber das, du sagst, auch. Das ist irgendwie Rachefeldzug. Bei mir war das ja gerade eher so dieses, ne, der hat da mit dem Emotionalen nichts am Hut. Der zieht das durch, weil es sein muss, weil sie eben die Beweise brauchen. Mhm. Ja, also ja. Sagt er, ne, zurück ins Körbchen, auch wenn es irgendwie grausam wirkt. Aber du sagst, der macht das Absicht oder hat da ein bisschen Spaß dran? Auch? Tja, das ist eine gute Frage. Ist er Sadist? Ich tendiere natürlich auch zu einem Teil zu dem, was du sagst, dass er einfach nur eigentlich ein Autist ist. Ja, der im Prinzip eigentlich null Mitgefühl hat, dass er das nicht kennt. Ja, so. Und da wie so ein Guantanamo-Wärter ist, naja, muss man halt, ne? Also das Ziel zählt. Ein Teil in mir sagt aber, auch Justus hat Gefühle, ja. Und die sind manchmal ganz schön niederträchtig. Die wollte ihn abknallen lassen und dann erfährt er von Bob, die sitzt nicht mal im Knast, Bob geht nochmal zu der hin, scheint mit verliebt der rum. Zu sein. Ja, hat ja. Vorher noch mit Cotta rumgeflirtet. Dem geht das alles so schnell. Das ist so wie, ich weiß nicht, wenn ihr Sherlock Holmes guckt, der kriegt ja auch die Krise, wenn der Watson heiratet oder so. Ne? So, also da ist schon was, wo und jetzt will er sich rächen, ich glaube schon. Also er lässt sie absichtlich da. Ich glaube, er genießt das auch. Auch wenn er sagt, das geht jetzt nicht. Aber jetzt sagen Sie mir noch eine Frage, bevor wir sie wirklich losmachen. Und dann macht er sie ja nicht mal los, weil dann ist Schnitt im Kapitel und sie verstecken sich. So. Das ist schon echt gemein. Wenn er es richtig böse gemeint hätte, hätte er es auch nicht gegen Wasser oder irgendein harmloses Mittel austauschen können, sondern auch gegen irgendwas echt Gemeines. Das ist dann wieder sein. Ja gut, klar, stimmt. Da hätte Peter nicht mitgemacht. Peter hätte ihn umgebracht, glaube ich. Also... Wenn der jetzt gesagt hat, ja, jetzt gucken wir mal, das ist ja schon besser, wenn die wirklich vergiften, weil dann sind die Beweise besser, ne? Das ist auch unterlassen. Ja, also, dafür sind sie dann ja aber auch ja strafbar. Moralisch nach wie vor zu integer, die drei, ne? Also zumindest zwei von den drei. Wenn man Stefan glaubt. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich meine, ich mag Justus ja, aber da ist es schon so, dass es dieses Gewissen, da ist mir der Peter ganz nah. Also, wo ich denke, man sagt immer, ja, der Peter ist eigentlich da, weil er nicht die hellste Kerze auf der Torte ist und weil das gut ist, dann kann man den Kindern eigentlich nochmal erklären, anhand dieses Doofs, was eigentlich Sache ist. Ja, aber Peter ist auch eine moralische Instanz. Genau, er ist eine moralische Instanz und er kriegt es im Übrigen oft drüber, da werden wir noch zu kommen. Mhm. Finde ich unberechtigt, auch von Bob nochmal, ja.
Und hier hat er die moralische Notbremse gezogen. Und ich glaube, dass das stabilisiert ist, weil Bob ist just ja hörig. Dem, ne? Also zwar zieht er sein eigenes Ding durch, aber von dem hört man das ja nicht. Also Peter ist hier, finde ich, schon echt eine gute, zeigt hier moralische Stärke. Ja, ist halt, kann man sich am ehesten mit identifizieren in der Situation. Finde ich auch, muss ich sagen. Also, ja. Wobei einem dann so ein bisschen das Heldengehen wohl fehlt. So, ne? Ich weiß, er ist derjenige, der realistisch sagt, Alter, wir reden hier über Mordversuch und weiß nicht, was für Missbrauch und irgendwie, ne, geschlossene Klinik, das ist alles echt gefährlich, lass mal lieber Polizei anrufen und Ruhe. Aber es braucht dann halt auch so einen Justus und so einen Bob, die ja, sagen, nee, komm, wir sind hier die Helden, wir ziehen das durch. Ja. Sonst wäre das auch, glaube ich, eine recht langweilige Hörspielreihe. Oh, da ist ein Bankräuber. Oh, die Polizei, wir haben hier nichts mehr zu suchen. Polizei angerufen. Ja, natürlich, klar, dramaturgisch lebt es davon. Aber wenn man so halt versucht, mal auch dieses Universum ernst zu nehmen und mal auch so guckt, mal ein bisschen hinter die Kulissen guckt. So, aber es sei es drum. Sie verstecken sich ja dann und dann verstehe ich ihren Plan nicht. Also, ich verstehe nicht, warum sie dann sagen... Also Justus muss dieses Mittel ja schon ausgetauscht haben. Mhm. Und dann treten sie ihnen gegenüber. Warum? Weil das, glaube ich, zu jedem Showdown in jeder Geschichte dazugehört. Kann man sich, glaube ich, in jedem Film, in jeder Geschichte fragen, warum der Böse immer noch die Gelegenheit bekommt. Ja. Seine Motive zu erklären. Ja, die kennen wir ja schon vom Ton. Ja, aber das ist so dieses klassische Motiv des Showdowns, diese Gegenüberstellung. Mhm. Ich glaube, einen wirklich tieferen Sinn so als Plan, als Teil eines Plans hat das nicht. Das ist, glaube ich, eher der Dramaturgie geschuldet, dass es diese Szene gibt. Es hat immer noch so ein bisschen was von so einem... schlechten alten James Bond Film, wo du sagst, nee, ich knall dich noch nicht ab, ich erkläre dir erst nochmal, was ich will. Ja, aber das ist ja, das und passiert ja nicht mal. Also er sagt ja dann nur, ah ja, ihr habt ja bestimmt schon mit der gesprochen. Nee, haben wir noch nicht. Mhm. Ah, okay. Ja dann, ihr kriegt euer Interview. Ich möchte euch aber vorher jemand vorstellen, der euch sagen kann, wie die wirklich drauf ist. Und dann sagt Peter noch, ob das noch der Fall ist. Genau. Also die gehen halt dann doch noch irgendwie extremst Risiko ein auf den letzten Metern. Und Justus wusste es auch. Ob das jetzt irgendwie Zeitschinden ist, im Sinne von, wir müssen halt ein paar Sekunden überbrücken, bis die Polizei da ist. Oder ob das Teil eines sehr riskanten Masterplans ist, ich weiß es. Aber es stimmt schon, sie hätten auch eigentlich in dieser blöden Putzkammer bleiben können. Ne? Da wären sie also halt nicht, ob sie jetzt in der Putzkammer eingesperrt sind oder ob sie in der Zelle eingesperrt sind, wo sie durch einen unglaublichen Hinterhalt nie nach euch, ja, wenn das jetzt eine Falle ist, was haben wir zu verlieren? Unsere Freiheit, hallo. Genau. Unser Leben, ich weiß nicht so genau. Das ist alles super gefährlich, aber nach euch, ja, kein Problem. Ich kapiere es einfach nicht, weil es ist genau so, sie hätten auch mit Fug und Recht auch in der Putzkammer bleiben können, hätten denselben Effekt gehabt, es sei denn, sie haben wirklich erwartet, sie können die abhalten wovon, ihr Leitungswasser zu indizieren. Dann wäre doch wieder Justus Plan, dass die Beweise perfekt sind, ja auch wieder im Eimer gewesen. Ja, also ich würde einfach sagen, das hat dramaturgisch einfach den Sinn, dass es diese Szene gibt, diesen Showdown gibt. Es ist die Gegenüberstellung. Es ist dieses, wir sind hier, wir haben euch erkannt. Also ne, so dieses Vorhang auf, hier sind wir. Jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wenn du gerade dramaturgisch sagst, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Nur so kann ja die Franklin, könnte sie auch vortäuschen, dass sie doch von diesem Nervengift betroffen ist. Das ist ja eigentlich die Überraschung. Da fällt ihm ja alles aus dem Gesicht. Aber auch das ist ja letztlich ist eine gute Show, eine super Szene und so der Überraschungsmoment am Ende, aber der ist ja auch nicht notwendig, um die jetzt festzunehmen, zu überführen. Hm. So, das hätte die Polizei auch. Und Justus scheint es ja auch schon alles zu wissen. Ja. Er sagt ja auch schon, ja, so, wir werden nicht lange hier drin bleiben müssen. Also Justus ist ja total entspannt. Ja. Bei der ganzen Geschichte. Ja, wie wenn es zu seinem Plan gehört hätte, eingesperrt zu werden. So. Er sagt ja dann auch, also Peter sagt,
Und wenn es eine Falle ist, was haben wir zu verlieren? Als sie drin sind, oh, es war ja eine Falle, Justus. Ja, was hast du denn gedacht? Ja, genau. So, und wir werden nicht lange hier drin bleiben müssen, weil ich habe ja schon wieder hier vorge. Also ja. Diesmal habe ich ja mit Koffer. Wie sieht der alleine. Peter gern leiden? Das kann ja auch sein. Ne? Vielleicht willst du dem auch einfach hier reinwürfen. Vielleicht ist er einfach eine extrem coole Sau und sehr vernunftgesteuert und sagt, die Polizei ist eh jeden Moment hier. Die eine Sekunde, wenn wir noch überleben, bleibt mal locker. Ja, das vielleicht ist er auch mit Justus Bashing. Ich mag ihn ja, aber in der Folge ist er schon, gibt er mir zu denken. So, ne? Also, das ist schon echt komisch. Ja. Und es ist ja dann so, dass er, was sagt er? Franklin wird überführt, indem er sagt, indem der Kotter sagt, du kannst das Handy jetzt ausschalten oder so, glaube ich, ne? Mhm. Also als hätten sie die Sachen, die in der Zelle waren. Die haben die ganze Zeit alles mitgehört. So. Ja. Wenn also Tonbandaufnahmen vor Gericht nichts gelten, aber ein eingeschaltetes Handy, das der Inspektor mithört, das gilt. Ja, das ist ja dann eine Live-Schalte zur Polizei das ist gewesen. Was auch nicht unbedingt, also was ja der eigentliche Beweis ist, ist ja, dass sich der Freeman ganz am Ende verplappert. Ja. Der sagt ja ganz am Ende, wo die Franklin irgendwie, er sagt ja, diese Zeugin wird Ihnen vor Gericht ja nicht mehr viel nützen. Ne? Jetzt sagen Sie mir doch, wie wirkt denn dieses Mittel, was ich hier angeblich, und sie dann so sagt, ja, es zersetzt hier, und so weiter und so fort ja. Und so. Ne? Und er dann so, was, wie kann das sein? Ich habe Ihnen doch selbst Ja, schon. Aber das ist, was die Überführung der Franklin angeht, ne? Das war ja das mit dem Handy, weil der Kotter ist ja da, ne? Der braucht ja da kein Handy. Ich glaube, das geht darum, die Franklin zu überführen irgendwie. Wobei, also im Buch, da gibt sie es zu. Im Hörspiel kommt es nicht raus, ob Franklin jetzt tatsächlich überführt wird oder nicht. Okay, das ist vielleicht auch noch im Buch. Nimmt mit dem Handy auf, wie Franklin die Erpressung zugibt. Ja. Mhm. Sagt er nicht auch, du kannst das Handy jetzt ausschalten, nur das geht dann so ein bisschen unter. Ja. Er sagt das. Aber ganz am Ende lacht die Franklin aber auch eifrig mit und so. Die leid wie so. ja, genau, um sich über ihn lustig zu machen, weil er irgendwie nicht die richtigen Worte findet, der Freeman. Ach so. Der Freeman sagt am Ende irgendwie sowas wie und sie dann so um da irgendwie nachzuäffen und alle lachen sich kaputt. Ja, ich hab gedacht, die beiden sind die Gearschten und fangen beide an zu lallen, wenn sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Aber ja, klar, kann sein, ne? Also ich habe die Grenze zwischen Opfer und Täter verwischt da so ein bisschen in der Folge. Ja. Aber wichtig, beide sind quasi de facto am Ende überführt oder gelten jedenfalls in Justus Augen als überführt. Ja, so. Im Buch ist es auch so, dass da fragt die Mrs. Brighton nämlich, was wird denn jetzt aus dieser Franklin? Und da sagen die, ja, die muss im Best Hope bleiben. So. Also. Okay. Also hätte ich jetzt gedacht, da gibt es eine neue Gerichtsverhandlung, hätte ich ja jetzt mal gedacht, aber die bleibt halt einfach. Die kann da jetzt weiter irgendwelche Leute hypnotisieren. Blümchen züchten. Radieschen zupfen, Kuchen essen und Wein trinken aus einem Zahnputzbecher. Die bleibt da, ja. Ja. Naja, das ist auf jeden Fall am Ende etwas holprig, finde ich. So. Ja, es geht sehr schnell, ne? Es geht schnell. Das haben wir letztes Mal schon festgestellt bei Totenkopf, dass es auch so vorkam. Aber auch hier geht es schnell. Und die Musikpassagen, jedenfalls auf Spotify, sind ultra lang. Das ist mir wohl schon mal aufgefallen. Aber die ziehen das ganz schön in die Länge da. Ja, es ist, glaube ich, 1:17 ist das Hörspiel. Das ist schon deutlich länger. Irgendwie, wenn man, du hast gerade gesagt, hier sprechende Totenkopf waren irgendwie gerade mal 45 Minuten Hörspiel oder so. Also da ist schon noch ein Unterschied. Ja. Aber ich meine, dich hat offensichtlich die Folge auch jetzt nochmal beim Hören, noch mit etwas Abstand hören, nicht so besser, als ich sie in Erinnerung hatte. Ich hatte sie tatsächlich in Erinnerung, dass ich sie weggedrückt habe. Deswegen habe ich auch ganz lange gedacht, ich hatte sie beim Einschlafen gehört mit Sicherheit und dann auch aufgeschnappt, dass es irgendwie um Erpressung geht und dass die Clarissa Franklin dabei ist.
und hatte Rufmord dann so abgespeichert, haha, weil da ruft jemand an und droht mit Mord. Aber eigentlich geht es ja um Mrs. Brighton. Also der Titel bezieht sich auf Mrs. Brighton. Und das ist auch wieder so, wo wir so ein Phänomen, das es in manchen drei Fragezeichen Abenteuern gibt, dass der eigentliche Auftrag nicht der Auftrag ist. So, das finde ich ganz spannend. Das finde ich so ein Eigenart. Wobei, das doch in dem Fall. Also ich meine, Bob kommt auf eigenen Wegen zu dem Fall, aber die Mrs. Brighton gibt doch schon ganz klar den Auftrag, guck, was der Kevin Anderson für Machenschaften da am Laufen hat. Ja, aber ja, sie kommen aber so einem ganz anderen Verbrechen auf die Spur. Ja, okay, sozusagen, das stimmt. Ne? Ja, also das meine ich damit irgendwie, es ist so eine Einführung. Ne? Ja. Und natürlich die Vielschichtigkeit ist schön, dass das, also es ist natürlich wahnsinnig toll, jemanden wiederzutreffen, eine Fortsetzungsgeschichte finde ich toll. Dafür auf jeden Fall 5 Punkte, ja. Und natürlich, ja, das hätte man ein bisschen besser ausbauen können, aber dass sich daraus 2 verschiedene Verbrechen geben, ist toll. Das ist eine tolle Sache. Also ich bin eigentlich vom Jetzt-Hören von der Folge begeisterter, als ich sie so im Kopf hatte. Und es bleibt auch der Linie treu mit diesen wirklich harten Verbrechen, ne? Ja. Auch diese Fortführungsfolge. Also das war ja vorher schon, es ging ja auch schon um Mord. Ja. Beim letzten Mal. Und das jetzt gerade war auch sehr heimtückisch irgendwie, ja. Der Franklin da das Gehirn zu zerbraten. Na ja. Ne, und die dann da als sabbernde Hülle zurückzulassen, ist ja auch schon ein bisschen, also ist ähnlich heftig wie Mord. Das stimmt, ja. Das ist schon. Also die Clarissa Franklin-Reihe ist eine sehr interessante Reihe. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Wo wir sicher noch auch nochmal weiter gucken werden. Ja, so. Clarissa und Bob haben sich bestimmt nochmal Aufmerksamkeit verdient, genau. Ja, das ist echt. Ja, aber ich glaube, an der Stelle machen wir Rufmord. Warte mal, eine Frage habe ich noch. Ne? Mich interessiert natürlich euer Charakter der Folge. Also, wo ihr sagt, das ist für mich die herausragende. Der herausragende Charakter aus. Also kann ja auch sein. Franklin. Ich liebe sie. Ja, Klassiker, gut. Ne? Es ist ganz einfach. Für mich ist es total einfach. Ich finde es so schön, wie die nachher da ihre Forderungen rausbrät und wie die sich dann da aufspielt, ne, auf ihre Art und Weise. Aber auch gleichzeitig, wo sie dann später ganz klar zum Opfer wird. Ich will hier raus! Ja, so wie die da so, also auch diese gesamte Vielfalt. Das stimmt wohl. Die sie so hat. Und dann dieses Manipulierende mit Bob. Ja, so dieses, ich hau hier auf den Tisch und bin hier voll, ne? Ich lass euch alle, riecht meine Faust. Ja, mit dem Freeman und am Ende dieses, ich muss hier. Also, die hat einfach eine unglaubliche Bandbreite. Also, ich muss ganz, ich liebe sie. Ja. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob man. Doppelt kann man. Doppelt nehmen kann, weil natürlich ist es die herausragende Person im Hörspiel. Also. Ja, ich nehme jetzt mal, natürlich habt ihr recht und das wäre ja auch gelogen, wenn man sagen würde, nee, ist sie nicht. Aber wäre halt auch tatsächlich nochmal, darüber haben wir auch schon mal, Freeman ist der Hammer, ist einfach der Hammer. Ob der nochmal irgendwo auftaucht. Wie der so lacht, also sie sind ein ganz schlaues Frauenzimmer, sagt er so, glaube ich, ne, so, ja. Ne. Ja, spielt das in einer Liga auch, ne, mit der Franklin mit. So. Ja, die hatten wir sind ja quasi Berufskollegen. Genau. Ja, auch wie er das sagt, ne. Und wie er dann auch sagt, so, naja, oder soll ich besser sagen, waren, weil seit ihrem letzten Verbrechen hat man ihnen ihre Proportion ja aberkannt. Oder irgendwie sowas, ne. Ja, also, ja. So richtig so ein Das ist, finde ich, tatsächlich auch. Und Verlierer ist klar Thomas Bug. Ja. Schade eigentlich. Ja. Gibt es auch schon mal öfter mit externen Sprechern. Ja. Naja. So ein Hexenhandy oder so. Aber auf jeden Fall eine der guten Folgen, kann man jetzt, muss trotz aller Kritik, ja, so muss man sagen, eine der guten Folgen, die wirklich auch, die zum Autofahren und so weiter wirklich gut ist. So. Auch wenn handlungsarm. Aber trotzdem. Da möchte ich jetzt tatsächlich nur auf den letzten Metern widersprochen. Also, ich finde die Handlung überragend. Ich finde so die Rolle der 3 Fragezeichen geht da ein bisschen unter, aber an sich finde ich das von der Handlung her, vom Thema her, finde ich das schon richtig gut. Ja, das ist ein falsches Wort. Aber wie gesagt, und,
Und ich liebe diese Szene, wo sie halt in der Zentrale sitzen und das alles belauschen. Es hat sowas von, wir sind hier vollkommen geborgen und sicher und hören die spannendste Handlung und da geht es gerade richtig ab, aber uns kann hier nichts passieren. Ja. Höchstens der Wanze. Da greifst du aber auf frühere Erinnerungen gerade zurück oder geht dir das tatsächlich immer noch so? Das geht mir immer noch so. Ich kann mir da immer noch die Bettdecke bis zur Nase hochziehen und denken, oh, ist das schön geborgen. Ja, als Kind kann ich mir das gut vorstellen. Wenn die Folge auch zu spannend für dich ist. Ja. Ja. Klar, vielleicht machen wir dann auch an der Stelle... Im Moment, das Cover. Ach, wir haben das Cover nicht besprochen, ja. Ja, ist jetzt natürlich... Ja, ist ein schönes Cover. Ist ein schönes Cover. Ein wesentlich jüngerer, man sieht einen Radiomoderator mit leichte Ähnlichkeit zu Thomas Buck. Geht so. Ja, eher ein jüngerer. Ein paar mehr Haare. Ich würde ihn auf 20 schätzen. Ja. Und im Hintergrund sieht man On Air und er guckt... Er guckt verschlagen, ne? Aber auch, wie wenn er Angst hätte, dass ihm jemand in den Rücken fällt. Ja. Was ich gut finde an dem Cover sind die Farben. Das finde ich... So diese Beleuchtung, die da drin ist. Ne? So. Es ist nicht schlecht, aber es würde mich nicht ansprechen, es zu kaufen. Nee. Also es fällt weit hinter viele andere Cover zurück. Weil es viel zu im alltäglichen Bereich angesiedelt ist. Also... Für mich hat die drei Fragezeichen immer dieses Mysteriöse, ne? Der sprechende Totenkopf, das Gespenst. Die flammende Spur, auch so super geil. Oder hier der tanzende Teufel, was für ein geiles Cover. Hufmord, das ist ja dann auch nicht. Aber trotzdem gut gezeichnet. Folge 99, Rufmord war das, kurz vor Folge 100.